September 1541. Eine spanische Expedition kämpft sich aus den Anden hinab ins grüne Dickicht des Regenwaldes, mitten ins Unbekannte. Die Mission der Spanier lautet: Findet das Zimtland, findet El Dorado, die legendenumwobene goldene Stadt an einem mächtigen Fluss. Noch ahnen die Spanier nichts von der gewaltigen Länge des Amazonas. 6 Monate hat allein die Überquerung der Anden gekostet. Die Hälfte der fast 4000 indianischen Helfer hat die Tortur mit dem Leben bezahlt. Doch das größte Abenteuer steht noch bevor. Gonzalo Pizarro, Anführer der Eldorado-Expedition, hat unter seinem älteren Bruder Francisco Pizarro das Inka-Reich erobert. Jetzt steht er vor dem Scheitern. Der Proviant geht zur Neige. Und seine Männer setzen ihre letzten Hoffnungen auf Francisco de Orellana, den jungen Aristokraten, der die Vorhut befehligt, auf der Suche nach dem rettenden Ausweg aus der grünen Hölle. Nur wenige Spanier sollten die waghalsige Expedition überleben, bei der nicht Pizarro, sondern sein Stellvertreter Orellana das Rätsel des gewaltigen Stromes lüften würde. Gaspar de Cavaillal, Erzbischof von Lima und seelischer Beistand der Eroberer, wird der Welt eine genaue Chronik der Eldorado-Expedition hinterlassen. Und damit einen der größten Abenteuerberichte seiner Zeit. Verwegene Geschichten von exotischen Wilden und kriegerischen Weibern aus einer unbekannten Welt. Dunkel, geheimnisvoll und von seltsamer Magie. Der Magie der Tropen.